der letzten Folge habt ihr uns schon ein bisschen kennengelernt. In dieser Folge geht es vor allem um das Thema Finanzen. Ich habe locker schon 5.000 Euro für Zeug ausgegeben. Hallo, ich bin Anna. Und ich bin der Julian. Und wir sind eure neuen Bergmenschen. Rein. Also, wir fangen jetzt für die Skitour und ich habe da schon mal einen großen Haufen mit Klamotten, weil ich ganz ungern friere. Also, wir gehen morgen zum Pizzadrett und das sind so 1200 Höhenmeter oder 1300, je nachdem, wie man hin und her laufen muss. Und ganz oben hat es einen ganz kleinen Kletterer und man muss ein ganz kleines bisschen kraxeln, je nachdem, wie der Schnee ist und wie viel Schnee und so, also mehr oder weniger viel. Für mein Turnbuch brauche ich noch ein paar Skihochtouren und in dem Gebiet gibt es noch so ein ganz kleines Fleckchen Gletscher. Und deswegen geht's jetzt hin, damit ich das noch voll machen kann, das Buch. Das ist unser Equipment-Schrank. Schlafsäcke, Isomatten, Halbseile, Sachen fürs Eisklettern, Eisschrauben, Sachen so fürs Klettern. Also ich will ja als Bergführerin klettern gehen und Hochtouren und Eisklettern und dann mit Halbseilen klettern und mit Einfachseil klettern. Also da unten liegt das Einfachseil. Also ich glaube, man braucht schon alles. Viele Sachen habe ich von meinem Stiefvater abgezogen, das weiß er aber nicht. Ein paar Sachen habe ich geschenkt gekriegt und boah, keine Ahnung, aber ich glaube, ich habe locker schon 5.000 Euro für Zeug ausgegeben. Also nie auf einmal, aber schon viel Zeug. Und wie finanzierst du das? Ich gehe arbeiten beim Hochschulsport, da gebe ich so Kletterkurse und seit neuestem darf ich in der Baumpflege mithelfen. Und dann gebe ich noch Kurse für den JDRV, also auch so Bergsportzeug. Einmal. Noch Pickel und FAS-Kram und ganz wichtig, die Felle von den Ski, die habe ich bei der ersten Skitour dieses Jahr vergessen, das war ziemlich ätzend. Und dann hier noch Harscheisen, das ist für die Ski, das ist ein bisschen wie ganz kleine Steigeisen, wenn man quasi noch die Ski anhat. Und dann die richtigen Steigeisen für den Gipfel. Und Essen müssen wir mitnehmen, das ist ziemlich wichtig. Rein. Ja, geht's zum Salbit, oder? Vorbereitung für die Klettertour, Felstour, Salbitchen Westgrat, genau, muss ich jetzt packen, einiges mitnehmen und genau, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich packe. Ich habe hier ein bisschen Material. Das ist sehr ordentlich. Mir hilft es einfach, dass ich mich gut fokussieren kann auf die Tour. Also ich gehe halt gedanklich sehr genau durch, in welche Situation komme ich, was brauche ich, wie ist das Wetter und genau, muss natürlich auch viel irgendwie aufräumen und reparieren immer. So habe ich einfach einen guten Überblick und so mache ich das. Ich brauche zum Beispiel Schuhe für die Tour, Klettergurt, Kletterschuhe, Klemmgeräte, Expressen. Karabiner, also ich glaube, so Bergsteigen tue ich jetzt seit 15 Jahren ungefähr. Genau, und es ist natürlich so, dass man das jetzt nicht alles auf einmal besitzt, sondern es ist so, also es baut sich halt irgendwie so auf und man kriegt da einiges auch irgendwie günstiger oder gebraucht oder in irgendwelchen Aktionen, aber so Neupreis, boah, keine Ahnung, also es sind bestimmt über 20.000 Euro. Also locker, ja. Kostet alles total viel. Also so ein Skistiefel kostet irgendwie auch 500 Euro.
ja, so eine Eisschraube kostet auch schon irgendwie 70 Euro. Das also summiert sich ganz schnell alles. Ja. Das Equipment steht soweit. Ich schaue vor allem so nach Wetter und Route, Wegen, wie lange brauche ich und so Sachen. Genau. Ich fahre jetzt so 4,5 Stunden ungefähr in die Schweiz von München aus. Ich werde den Jakob treffen in Tirol. Der ist schon da unterwegs. Und genau, dann sammle ich dann ein und zusammen mit dem Filmteam und so fahren wir dann Richtung Salbit, was so in der Zentralschweiz liegt. Wir haben die Tour jetzt ein bisschen vorgezogen, eben wegen dem Wetter. Heute ist Sonntag, wir wollen Montag und Dienstag klettern. Und genau, also wir werden jetzt halt heute relativ brachial irgendwie da runterfahren. Es wird relativ spät werden und dann gucken wir, dass wir noch ein bisschen Schlaf abkriegen. Und dass wir halt morgen so den ganzen Tag auch ausnutzen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mit Zustiegen und so, also gegen 4 Uhr oder so aufstehen, genau, um 5 loslaufen. So ab 6 rum wird es dann hell. Ja, das bedeutet wenig Schlaf, lange Fahrt, was immer ein bisschen brutal ist, aber genau, ich freue mich, also cooles Projekt. Der Jakob, mit dem bin ich heute auf Tour. Servus. Wir haben schon ein bisschen was erlebt zusammen. Wir kennen uns von der Bergwacht und über Freunde, über mehrere Ecken. Ja. Genau, ich bin super gerne mit dem Jakob unterwegs. Ja, ich bin auch gerne mit Julian unterwegs. Also, ich denke mir immer so, okay, krass, was das für ein Ausmaß, ja, weil ich habe irgendwie nicht nur ein paar Kletterschuhe, sondern irgendwie, es ist doch irgendwie halt mehr als ein Hobby geworden. So, und das wird mir dann schon auch immer bewusst, wenn ich so hier so und dann, ja, also steckt schon einfach viel Lebenszeit drin, muss ich sagen, und ja, aber auch viel Leidenschaft und es ist halt sehr materialintensiv, der Sport, also brutal, ja. Ich finde, das ist oft so eine, vielleicht so eine Last auch an dem Sport. Ja, es ist teuer, es ist viel Material. Du kommst ja ständig in irgendwelche Situationen, wo es kalt ist, wo du dich versichern musst. Ja, also das Material braucht man halt einfach für den Sport. Es ist aber auch so, dass du für die Eignungsteste natürlich das Material auch brauchst. Wir sind jetzt auf dem ersten Turm, hat zeitlich soweit alles hingepasst, also ist okay, so ist alles im zeitlichen Rahmen. Wir klettern jetzt weiter, genau, das ist Turm 2 dann vor uns und wir wollen auf Turm 4 bivakieren. Und starten dann morgen früh um 6 mit dem ersten Licht und treffen uns dann alle am Gipfel wieder. Das ist die Leonie, die kommt morgen auch mit. Ich glaube schon, man kann die Ausbildung zum Bergführer auch anstreben ohne ein eigenes Auto, oder? Ich glaube schon. Also es gibt auf jeden Fall voll viele Leute, die das machen, aber es ist schon viel einfacher mit. Also nicht unbedingt nur wegen Auto, also von A nach B fahren, sondern halt vor allem, wenn man halt schlafen kann. Das ist schon ziemlich geil, weil Hotels sind halt viel zu teuer und so immer im Zelt schlafen, ist vor allem im Winter halt auch ziemlich ätzend. Also normalerweise gucke ich halt, wo ich in welches Gebiet ich ungefähr möchte, also je nachdem, wie die Lawinenlage ist und wie das Wetter ist. Und wenn ich dann schon einen Berg oder so habe, dann gucke ich mir halt in den Berg ein paar Linien an. Also zum Beispiel
auf den schweizerischen Karten sind ganz viele Skitouren und Skirouten immer eingezeichnet. Und dann gucke ich mir halt aus, wie das halt hübsch ausschaut. Und wenn ich keine Idee habe, dann gebe ich den Ort ein, wo ich bin, auf Skitourenguru und wie viel Höhenmeter ich laufen will. Dann gucke ich mir das aus, wo halt am hübschen aussieht. Ja. Und wenn ich ja halt gerade eben halt noch Skihochtouren sammeln muss, also mit Gletscher, gucke ich halt, dass ein Gletscher dabei ist. Und los. Ich muss weg. Komm, ich will ja, schlafen. Ich auch. Also wir haben heute Morgen eigentlich davon gestritten, was eine Skihochtour ist. Und offiziell ist einfach eine Skitour mit Gletscherkontakt. Und ich finde, eine Skihochtour muss halt irgendwie so einen gruseligen Aspekt haben, im Sinne von, okay, die Landschaft muss so ein bisschen einfach beeindruckend sein. Manchmal ist es ja nicht so, dass richtig was schief geht, sondern dass man halt ein bisschen was anders machen muss. Das wird schon der sein, oder? Oder nicht die Frage, ob wir den P2-Dreh schon sehen. So was anders machen, das ist eigentlich so jedes zweite Mal mindestens. Und dass richtig was schief geht, keine Ahnung, alle 10 Mal oder so. Also dass man zum Beispiel vor der Tour steht und sieht so, boah, das haut jetzt gar nicht hin. Aber das sieht überhaupt nicht so aus, als würde man da hochkommen. Also sieht das sehr anspruchsvoll aus. Das war natürlich ätzend. Wenn uns ein Gipfel wichtig ist, können wir halt auch heute den machen. Pizzasura und dann morgen irgendwas ganz anderes. Ja, was ist ich das? Gibt's ja genug Berge, oder? Finde ich gar keine so dumme Sache. Also ich habe es bei der Tourenplanung offensichtlich ein bisschen verkackt. Und der Gipfel, wo wir eigentlich hoch wollten, sieht nach wildem Mix-Gelände aus. Und wir haben hier doch nur einen Pickel dabei. Und das ist dafür ein bisschen zu wenig. Und jetzt überlegen wir uns, ob wir auf den Pizzasura oder auf den Pizzasura gehen würden. Die sehen auch beide ganz hübsch aus und so, als müsste man sich da nicht so verleiden. War richtig gut. Also ich hätte gedacht, dass es ein bisschen mehr durchfeuchtet zum Ende, aber ich fand es jetzt eigentlich voll okay. Und wir waren auf Gipfel, zwar nicht auf dem Pizzatret, aber auf dem Pizzasura und eigentlich bin ich da flexibel. Normalerweise nervt es mich schon ein bisschen, wenn sich die Pläne so oft ändern, vor allem, weil es halt einfach auch Zeit kostet, aber wenn das Endergebnis halt so aussieht, also schon voll das gute Gefühl, wenn man weiß so, okay, man hat jetzt die Tour selber geplant und das ist vielleicht nicht nur die Skitouren-Guru-Tour und es hat auch richtig gut hingehauen und man hat den Plan B. Schon ein gutes Gefühl. Thank you.
heute ist super gelaufen. War richtig schnell. Gestern waren wir langsam. Aber auch wegen dem Gewicht. Wir haben halt irgendwie echt viel dabei gehabt. Aber eine schöne Nacht im Biwak hat es wieder gerichtet. Es war brutal schön. Sternenhimmel. Mhm. Nicht zu kalt. Es ist echt geil. Jetzt sein jetzt. Na, ich glaube, wir sind jetzt stolz, weil es war halt ein offenes Projekt. Und ja, ist cool, dass es jetzt irgendwie so gelaufen ist. Und mit dem Biwak, das war eigentlich nochmal so ein extra Bonus. Ja. Muss ich sagen. Bisschen extra Gewicht auch, aber dafür eine richtig coole Nacht. Nächste Folge geht es um unsere Bergpartnerinnen und was die mit dem Weg in die Bergführerausbildung zu tun haben.